Das ist der G-Snack. Ein G-Snack Outdoor 8er, den gibt es auch als 10er und auch als 6er. Man kann auch hier einen Slave anschließen, das ist gar kein Problem. Und das Ganze dann quasi mit mehreren Stationen hier nochmal zusätzlich versehen. Nur eine Bezahleinheit und so weiter. Wir haben dran den Scheinleser. Weiß jeder, macht 30% vom Umsatz, macht keinen Sinn, den wegzulassen, so, weil man da ein bisschen spart. Hier ein schönes Display, wo wir unseren eigenen Text mit einspielen können. Also wenn ihr bei uns kauft, dann machen wir euch das alles fertig. Das ist alles im Preis mit drin. Dann natürlich hier einmal die Rückgeldtaste. Anti-Vandalismus-Münzeinwurf. Beim Indoor ist es nur ein Schlitz. Und hier haben wir halt die Möglichkeit, das nach oben zu schieben, das Geld. Hat den Vorteil, dass hier nicht so viele Fremdstoffe, Regen und natürlich auch irgendwelche Kopfgummis oder sonst irgendein Müll nicht im Automaten landet und den verstopft. Darunter normales Tastaturfeld, um die Produkte anzuwählen. Als bargeldloses Zahlungssystem nochmal das Nayax. Ich nutze das halt immer, weil die Telemetrie damit drin ist. Das System ist sicherlich nicht hundertprozentig perfekt, aber in meinen Augen mit das Beste auf dem Markt für meine Zwecke, für unsere Zwecke in dem Bereich von Vending, Snacks und Getränke und Co. Unten haben wir nochmal die Rückgabeklappe fürs Kleingeld und hier einmal das Schloss. Ganz wichtig, im Gegensatz zum G-Drink haben wir beim G-Snack nicht serienmäßig diese Leiste hier unten. Die muss man extra mitbestellen. Das ist dann einmal die Seiten- und Frontblende, die ihr dann haben müsstet. Wenn ihr mehrere Geräte nebeneinander stehen habt, dann macht nur eine Frontblende Sinn. Aber hier, wie gesagt, Front- und Seitenblenden bei mir sind mit dabei. Wir machen das Ganze mal auf. In der Indoor-Variante gibt es diese Frontscheibe nicht, die Anti-Vandalismus-Scheibe. Finde ich aber ganz wichtig. Ist ein bisschen blöd, spiegelt ein bisschen, ja. Ist mit der Kamera noch mal mehr. Ist aber ein ganz wichtiges Teil, denn so schützt ihr euren Automaten vor Einbruch und Vandalismus. Ganz wichtig, beheizte Frontscheibe, das heißt, ihr habt keinen Beschlag in der Scheibe. Das ist super wichtig, da müsst ihr beim Automaten immer darauf achten, dass sowas dabei ist. So, machen wir zuerst einmal den Safety-Switch rein, damit simulieren wir, dass das Gerät an ist. Wir sehen jetzt einen Automat, der mit Spiralen bestückt ist. Unten haben wir noch ein Rotary-System, das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Wenn Spirale geht, würde ich immer Spirale nehmen, weil das Rotary-System ist nie so gut wie eine Spirale. Ihr könnt das Ganze auch mit ganzen Laufbändern bestellen, aber glaubt mir, setzt lieber da ein, wo es möglich ist, immer Spiralen. Die sind immer wartungsfreundlicher und fehlerunanfälliger. Und ihr wollt ja nicht jedes Mal zum Automaten hinfahren und irgendwas gucken, ob da was nicht gepasst hat. Wir haben jetzt 6 Ebenen Standard drin. Wir können auch eine 7. noch mit zufügen, müsst aber eben darauf achten, dass die Höhen passen sollten. Bei allen Automaten könnt ihr Lift mitbestellen. Das ist jetzt der G-Snack, den 8er, also die Onkel Kramer Konfiguration ohne Lift. Lift kann man haben, muss man aber nicht, muss jeder selber wissen. Ich bin kein Freund von Lift. Ich gucke immer, dass ich die sensiblen Produkte nach unten packe und alles andere nach oben. Und dann habt ihr weniger Fehler. Natürlich gibt es Produkte, Eier und sowas, wenn die von oben angefahren werden sollen, die brauchen natürlich Lift. Die könnt ihr natürlich mitbestellen. LED-Seitenbeleuchtung, ganz wichtig. Gibt es auch in Fleischausführung für alle, die Fleisch verkaufen wollen. Sieht aber total hässlich aus. Also ich mag es persönlich nicht leiden. Es sieht für mich schöner aus bei den normalen Kalt-Weiß. Muss man auch selber wissen. Der Verbraucher fühlt sich auch mal betrogen. Ja, da wird das Fleisch nur schön angeleuchtet. Und deswegen, ja, diese Beleuchtung. Fangen wir unten an. Da haben wir einmal unsere Cashbox, also das Geld, was über ist vom Münzschaltgerät, landet da drin. Das können wir dann quasi abernten. Darüber haben wir unser Sanden Münzschaltgerät. Das ist relativ zuverlässig. Wir haben natürlich auch andere im Angebot. Das ist die Standardausführung. Darüber geht die Münzrutsche rein. Hier mal drauf achten. Inzwischen schon oft erklärt. Hier ist immer so gerne mal so ein Grat, dass man den einmal wegfeilt, falls es irgendwie Probleme mit den Münzen geben sollte, dass sie nicht richtig reinrutschen. Passiert eigentlich in der Regel nur am Anfang. Nachher, wenn das alles eingelaufen ist, also eingefahren, dann hat man das seltener. Hier unten können wir die Temperatur einstellen. Dahinter liegt noch unser FI. Den sieht man jetzt nicht. Der sitzt ziemlich seitlich. Ist aber nur der FI bei den Outdoor-Varianten drin, bei den Indoor-Geräten nicht. Und hier stellen wir die Temperatur ein. Im Sommer heizt er bzw. kühlt er. Im Winter heizt er dann, wenn es nötig ist, den Automaten auf, damit immer die gleiche Temperatur drinnen ist. Ja, die Outdoor-Variante ist halt schon schön. Und es wirkt auch robuster nochmal vorne mit der Anti-Vandalismus-Scheibe. Hier, das Dach wirkt nochmal ein bisschen schöner, als wenn es nur nackt dasteht wie im Kühlschrank. Von daher ist es eigentlich eine richtig coole Sache. Zahlungsmethoden, ihr könnt verschiedene Systeme einbauen, das ist ganz egal. Wir bieten auch verschiedene an, das müsst ihr selber wissen. Auch, es muss nicht unbedingt Nayax sein, es könnte natürlich auch mit CCV oder was arbeiten, das haben wir auch da. Und wichtig ist halt, dass es ein Gerät ist, was man einfach als Anfänger gerade betreiben kann, umbauen kann, reparieren kann und durch unsere Videos auf YouTube natürlich sich selber helfen kann damit.
Das ist, wie gesagt, mal eine kurze Übersicht von mir vom G-Snack.